So, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Nier Automata. Wir sollen jetzt diesem Viech folgen. 1, 2, 3. Oh. Ja, zum Mond und zum Bunker. Ha. Wetten, die werden gleich vom Himmel geholt, die Sachen. So, der Typ hat uns gesagt, wir hätten sie gerettet, irgendwie sowas, von wegen, wir wären deren Retter und wir wollen gar nicht kämpfen und ja, Verbindung zum Netzwerk wird hergestellt. Wir kriegen auf jeden Fall Sachen hier. Bis zum nächsten Besuch. Was? Das ist krank. Maschinendorf. Das ist safe eine Falle. Ich bin gerade so mega brainfucked. Ich dachte, das Spiel geht weiter, dass wir einfach mehr Bossgegner töten und sowas. Und jetzt haben wir ein friedliches Dorf. Wisst ihr, wir haben schon so eine Art Beziehung zu euch Androiden aufgebaut. Ehrlich gesagt hoffe ich sogar, dass ihr das hier zu Anemone im Widerstandslager bringen könnt. Also, erstens mal, woher kennt der Anemone? Was ist das? Das ist ein Treibstofffilter, um die sie gebeten hat. Wenn ihr es zu ihr bringt, sollte das Beweis genug für die friedliche Einstellung unserer Gruppe sein. In Ordnung. Treibstofffilter. Ey, ich bin trotzdem brainfucked as hell. Aufgabe. Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? Ich muss meine kleine Schwester finden. Das ist... Also ging sie in die Wüste. Tage her. Verlorenes Mädchen, angenommen. Können wir Sachen klauen? Tierköder. Ich bin immer noch mega brainfucked gerade. Weil das Spiel hat doch angefangen von wegen so, ja, hier, die greifen uns an, sie sind böse. Und jetzt plötzlich das? Ich will sie wieder aus der Kiste. Okay, wie kann hier jemand sterben, wenn es doch heißt, dass alle friedlich sind? Maschinenwesen. Ich bin so fucking brainfucked. Aber die scheinen wirklich nett zu sein. Und die haben hier sogar so ein Ding. Was auch immer das ist. Schnell speichern. So ein Schnellspeicherding. Also sie müssen ja freundlich sein. Wenn sie schon so ein Schnellspeicher-Dingskirchen haben. Da passen wir nicht rein.
Temposalbe. Ey, nicht dein Ernst. Dann lass uns durch! Okay. Also, wer außer mir ist noch hart brainfucked? Okay, da dürfen wir nicht rein. Ich bin mega hart brainfucked, ohne Witz. Ich verstehe das jetzt überhaupt nicht. To be viel voller Ehre in einer Nacht. Okay. Aufgabe. Die Existenz geht dem Wesen voraus. Ist anderes als das, was er lebt. Hallo? Ja, und ihr seid? Wartet, nichts sagen. Ich hab bereits... Oh nein. John Pauls Melancholie angenommen. Jetzt werden wir zum Laufburschen. Ja. Schön. Aha, ja. Es interessiert mich sowas von einem Scheiß, was der von uns will. Oh, warum mache ich das eigentlich gerade? Okay, ich mache jetzt einfach was anderes. War es mir zu langweilig? So. Es geht noch hier runter. Hier kommen wir hier hin. Helf doch mal mit, du Arsch. Okay. Was? それは困る。作戦に支障があるから。ルビーさんは私を必要としてくれるんですか?B型戦闘モデルにはオペレーターのサポートが必要不可欠。だから。ルビーさん。以上。通信終了。 Och, nee. Was ist das? Oh, cool. Ja. Nicht töten. Das Spiel wird komplexer und noch komplexerer als vorher. Und das brainfuckt mich einfach immer mehr. Da gibt es wieder irgendeinen Teil, was es irgendwie hier immer gibt.
Ja klar, du stehst also mit Maschinen in Verbindung, nur mit denen im Dorf. Die sind total harmlos. Und sie können im Gegensatz zu uns auch extrem komplizierte Geräte herstellen. Viskoses Öl. Bring Pascal viskoses Öl. Okay. Oh je. Oh, fucking K. Boah. Ich gehe jetzt noch zu diesem Dorf zurück. War das hier? Kamen wir hier raus? Ich habe keine Ahnung, wo wir rauskamen. Was mich halt gerade mega verwirrt ist, es gibt ja trotzdem noch diese bösen Maschinen. Aber warum gibt's die denn, wenn sie doch eigentlich alle nicht böse sein wollen? Und sag mir jetzt nicht, das hat irgendwas mit einem Virus zu tun. Dass sie eigentlich alle nett sein wollten, dann die Menschen, natürlich menschentypisch, versucht haben, die zu töten, weil, oh, fremde Gegenstände auf unserem Planeten, ah, weg damit. Zap töten und so, ne? Typisch Mensch halt. Und dass die dann dadurch irgendwie ein Virus sich erstellt haben, gegenseitig oder so, der sie böse gemacht haben. Und bei paar hat's geklappt, bei paar nicht, wie halt PC-Sachen halt so sind. Manche Sachen klappen, manche Sachen nicht. Ist halt fucking typisch. Und ja, dass das halt irgendwie so. Aber das kann doch nicht sein. Ja, das wird nie passieren. Vermutlich nicht. Trotzdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch noch ein paar anderen Maschinen helfen könntet. Wett? Ein Feind der Goliath-Klasse in der Ruinenstadt gesichtet. Und damit bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Ich denke jetzt, die haben davon von wirklich nichts gewusst und dass die halt jetzt halt, dass die anderen Maschinen halt versuchen, jetzt irgendwie uns den Kontakt zu verbieten mit denen, dass irgendwie da halt, dass das eben nicht geht, ne? So, und ja, ich laber jetzt mal nicht weiter, sondern bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Tschüss!
trust you, no, I never will, no. So I choke you down just like a pill. We'll be right back.